Das Schweigen ist die Errettung vor den Defiziten und Übeln der Zunge. Daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der bei Bukhari überliefert wird: Man yadmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi damintu lahu al-jannah. Wer mir das garantiert, was zwischen seinen Kiefern ist, also der Zunge, und was zwischen seinen Beinen ist, dem garantiere ich das Paradies. In einem anderen Hadith, der umstritten ist, der Hadith ist umstritten wegen eines Rawi darin, Ali ibn Mas'ada. Einige sind der Auffassung, dass er glaubwürdig ist, und andere sind der Auffassung, dass er schwach ist. Aber der Hadith ist so inhaltlich eigentlich nicht, also widerspricht sich keinen Nusus der Scharia. Darin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Der Iman eines Abd, eines Dieners, eines Knechtes ist nicht in Ordnung, bis sein Herz in Ordnung ist. Und sein Herz ist nicht in Ordnung, bis seine Zunge in Ordnung ist. Das heißt, es gibt eine Korrelation zwischen Zunge und Herz und zwischen Herz und Iman. Wer eine verdorbene Zunge hat, der hat meistens ein verdorbenes Herz. Und wer ein verdorbenes Herz hat, der hat unausweichlich einen verdorbenen Iman. In dem bekannten Hadith von Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, der auch in den Al-Arba'un al-Nawawiyyah festgehalten wird, dort sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Mu'adh ibn Jabal: Kuffa alayka hada, halte dieses Ding zurück. Und er packte seine Zunge. Und dann sagte Mu'adh radiyallahu anhu, weil, wie gesagt, das Wort ist etwas sehr Leichtes. Ein Wort fällt sehr leicht und sehr schnell. Oft auch ohne darüber zu denken. Im Gegensatz zu körperlichen Handlungen. Darüber denkt man meistens zweimal nach, wenn man ein bisschen Verstand hat. Und weil das eben so leicht ist und Wörter oft nicht so ernst genommen werden, sagte Mu'adh radiyallahu anhu, werden wir etwa zur Rechenschaft gezogen für Dinge, die wir aussprechen? Oder vielleicht meinen wir es ja nicht so. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Und werden die Menschen wegen etwas anderem auf ihr Gesicht ins Feuer geworfen, als dem, was sie mit ihren Zungen geerntet haben? Die Zunge ist wie so ein Säbel. Du erntest damit, entweder für dich oder gegen dich. Ebenfalls in einem anderen Hadith, der auch umstritten ist, also von einigen der Ahlul Ilm als nicht authentisch erklärt worden ist, er sagte: Man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Wer seine Zunge festhält, also zurückhält, dessen Defizite verdeckt Allah Ta'ala. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu pflegte zu sagen: Es gibt nichts auf der Erde, das es verdient, länger eingesperrt zu werden als die Zunge, als die eigene Zunge des Menschen. Makhlad ibn Hussein, der im Jahr 161 nach der Hijra gestorben ist, das zeigt auch wieder ein Beispielmuster der Salaf. Er sagt: Ich habe seit 50 Jahren nichts gesagt, weswegen ich mich entschuldigen müsste. 50 Jahre lang hat er kein Wort gesagt, was er bedauerte, es gesagt zu haben. Und daher sagten einige der Salaf: Wer seine Wörter auch zu seinen Taten zählt, der wird seine Wörter begrenzen. Aber das ist ja oft, was nicht passiert. Man zählt seine Wörter nicht zu seinen Taten. Man behandelt sie nicht wie seine körperlichen Taten.